Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wie ihr seht, stehen wir hier gerade an der Starshine Ranch. Zur Info, ich nehme das Video gerade am 26.11. auf, also noch bevor die Rabattaktion endet am 1. Dezember. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, also ist es höchstwahrscheinlich ist dann bereits die Rabattaktion zu Ende. Nur das für den Fall, dass ihr euch wundert, warum das Pferd günstiger ist. So, und zwar möchte ich mir, da ja gerade aktuell noch die Rabattaktion ist, eins der American Quarter Horses kaufen. Ich finde die so von den Farben her super schick. Das Einzige, was mich halt bei denen gestört hat, ist, dass sie für mich ein bisschen lahm sind. Deswegen habe ich mich bisher quasi ein bisschen geweigert, die 950 Starcoins, die sie eigentlich kosten, auszugeben. So, da wir aber jetzt gerade halt diese Rabattaktion haben, möchte ich da auch gerne zuschlagen. Und zwar möchte ich mir gerne hier diesen Chestnut Brindle oder wie auch immer das heißt, kaufen. Die Farbe kam ja im September diesen Jahres erst rein, weil sie sich sehr lange gewünscht worden ist. Und ich finde sie einfach echt hübsch. Also von allem, was hier steht, gefällt mir der Rappe, der hier und der Brindle einfach am besten. Deswegen würde ich mir den Brindle jetzt kaufen. Die sind halt, wie gesagt, aktuell runtergesetzt, kosten normalerweise 950 Starcoins, kosten aktuell, sind 25% runtergesetzt, kosten dann halt aktuell 713 Starcoins. Ja, gut. Das American Quarter Horse ist von 2020, ist ein Generations 3 Pferd, kommt mit dem Rassebonus von Stärke plus 1, Disziplin plus 3, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 3. Ist ab Level 5 kaufbar hier auf der Starshine Ranch. Gibt es in 10 Farben. Einer davon ist in der App, nämlich der Blue Roan. Der Rest steht hier alles auf der Starshine Ranch. Kostet halt, wie gesagt, normalerweise 950 Starcoins. Einfach, um das nochmal zu betonen, das hier ist eine Rabattaktion aktuell. Hat anderthalb spezielle Animationen. Einmal den Spin und einmal den Sliding Stop. Der Sliding Stop ist halt anders als bei den normalen Pferden. Beziehungsweise bei den anderen Pferden. Dann gibt es noch zwei kleine Fun Facts dazu. Und zwar ist das American Quarter Horse die erste Rasse seit dem Mustang mit mehr als 7 Farben. Und das American Quarter Horse ist die erste Rasse in Star Stable, die sich anstatt im englischen Stil im Western Stil bewegt. Ja. Ja. Fest verbunden mit dem Wilden Westen ist ein treuer Begleiter, der die traditionsreiche Kultur und den ungezähmten Geist des damaligen Nordamerikas maßgeblich mitgestaltet hat. Robust und doch wendig, schnell und doch ruhig, das ist das American Quarter Horse. Diese Rasse hat ihren Ursprung bei den früheren Kolonisten, die ihre englischen Hengste mit den Stuten der einheimischen Chickawas kreuzten. Beide Pferde lassen sich auf den temperamentvollen Berber zurückführen. Das Reittier der früheren spanischen Entdecker. Das American Quarter Horse wurde im 19. Jahrhundert berühmt, als sich in Texas seine Rennfähigkeiten und sein Geschick beim Viehtreiben herumsprachen. Ein berühmtes American Quarter Horse, genannt Steel Dust, erlangte Ruhm für sein unübertroffenes Können als Rennpferd auf der Viertelmeilenstrecke. Die Nachkommen von Steel Dust waren bei Cowboys wegen ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit sehr begehrt. Solche Pferde bekamen oft den Namen Steel Dusts. Das taffe American Quarter Horse hat die härteste Zeit des rauen Wilden Westens durchlebt und Cowboys und Farmern geholfen, sich dort ein Zuhause zu schaffen. Das American Quarter Horse hat eine gedrungene Silhouette, die durch seine dichte Muskelstruktur definiert wird. Trotz seines kräftigen Körperbaus zeichnet es sich im Sprint über kurze Distanzen aus und ist bemerkenswert trittsicher. Heute ist das robuste American Quarter Horse nach wie vor ein fester Bestandteil der nordamerikanischen Kultur, die sich unter anderem in Rodeos, Westernblecherrennen und Pferderennen zeigen. Wenn du einen vertrauenswürdigen Begleiter suchst, der den Zeitgeist des Wilden Westens in sich trägt, findest du im American Quarter Horse einen guten Freund. Was auch geschehen mag, das American Quarter Horse ist ein Partner fürs Leben. Ja, schön, dann können wir ja mal den Partner fürs Leben kaufen.
Meine Starcoins. Flash ist eigentlich voll cool. Ich glaube, ich bleib bei Flash. Flash ist auch ein cooler Name. Ja. Flash, Flash, blitzschnell und Flash. Aus welchem Film ist das? Zumania. Ah, voll cool. Ja. Dann kaufe ich den Süßen jetzt. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Super, ich ziehe den um und dann sehen wir uns gleich wieder hier auf der Star Trail Ranch, wo ich euch die Gangarten zeige. Bis gleich. So, hier stehe ich nun mit unserem süßen Flash. Er hat von mir das Dixie-Zeug anbekommen, bis auf auf das Halfter, weil ich finde das ein bisschen doof, nur mit dem Halfter zu reiten, weil unser Spieler dann trotzdem die Hände halt so hält, als hätte er Zügel in der Hand. Das finde ich dann ein bisschen doof. Dazu diese Man-Feder-Dekoration, die kann ich euch mal zeigen. Da finde ich eigentlich ganz schnieke bei ihm, sieht eigentlich ganz hübsch aus. Die Satteltasche ist vom Halloween-Event, soweit ich weiß, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und dann dieser Wintergruß-Terrier hier. Fand ich eigentlich ganz süß. Ja, hinten am Schweif hat er nichts. Erst einmal zur Farbe. Ich weiß, dass die Farbe Brindle, wie auch immer das ausgesprochen wird, nicht so beliebt ist bei manchen, weil viele das seltsam finden. Ich persönlich finde die Farbe sehr schön, sehr. Ich finde, die hat was anderes an sich. Sie ist sehr außergewöhnlich, finde ich. Ich liebe das. Ich finde das richtig schön. Ich mag sein Gesicht total. Flash ist bei mir halt ein Hengstchen. Ich mag sein Gesicht sehr. Das ist richtig schön hier. Diese weiße Blässe finde ich einfach toll. Dann dieses bisschen Schwarz da an der Nase. Die Abzeichen finde ich sehr schön. Ich mag es auch, dass durch hier diese Gamaschen, die Abzeichen nicht so verdeckt werden. Also ich finde den im Gesamtpaket einfach hübsch. Ich mag auch diesen Braunton, finde ich auch wunderschön. Ja, ich zeige euch jetzt die Gangarten. Und danach geht's ab zum Friseur und dann gibt's wie immer mein Fazit. Viel Spaß! Das waren die Gangarten. So, hier müsste eigentlich auf der Starship Ranch ist, glaube ich, direkt ein Friseur. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Okay, ich habe mich geirrt, hier ist kein Friseur. Wir sehen uns dann gleich beim Friseur in Firkworth. So, hier ist ein Friseur. Also, erst einmal die Standardmähne. Die Standardmähne finde ich bei ihm ganz schnuckelig. Ich mag es, wie die Mähne fällt. Die ist so ein bisschen durcheinander, finde ich eigentlich ganz hübsch. Die Mähne hat so eine kleine Strähne auf der anderen Seite. Den Schopf finde ich ganz süß. Könnte meiner Meinung nach aber noch ein bisschen dicker sein. Könntest du bitte deinen Kopf vorne lassen, Süßer? Dankeschön. Die Strähnen unten sind ein bisschen dünn. Der Schweif ist okay. Er ist halt sehr schmucklos, aber er ist halt okay. Ist halt ein Schweif. Dann haben wir hier die etwas kürzere Mähne. Finde ich, steht ihm jetzt nicht so gut. Macht sich nicht so gut bei ihm. Ja. Ist, glaube ich, nur eins. Nee, ist beidseitig. Die kurze Mähne ist beidseitig. Wer es lieber beidseitiger mag. Der Schopf ist. Ja, das ist wieder dieser komische Schopf. Der Schweif ist eigentlich ganz okay für die Mähne. Ist in Ordnung. So, dann haben wir hier diese kleinen Zöpfchen. Finde ich schrecklich. Habe ich nichts mehr zu sagen. Oh, guck mal, der ist nicht ganz weiß im Gesicht. Der hat so einen kleinen braunen Stern noch mit
Das ist voll süß. Das ist wirklich sehr süß. Ja, der Schweif hier ist sehr dünn irgendwie, finde ich. Bei den Zöpfchen. Keine Ahnung, wirkt vielleicht auch nur so. Dann haben wir noch hier die Mähne. Die ist eigentlich ganz okay. Also ich finde die Standardmähne schon hübscher. Ich weiß nicht, also ich meine, ich habe jetzt nichts so auszusetzen. Sie ist ganz okay von der Dicke der Strähnen her etc. Ist auch wieder einseitig. Hier gefällt mir allerdings der Schopf ein bisschen besser. Der ist ein bisschen voller, der ist ein bisschen schöner, auch wenn er ein bisschen durch die Nase backt. Der Schweif, ja, der ist unten halt ziemlich dick an den Strähnen. Das ist halt noch eine alte Mähne, das sieht man. Dann haben wir hier die Mähne noch. Die finde ich persönlich eigentlich ganz schick bei ihm. Die ist auch so ein bisschen gewellt, so ein bisschen länger. Eigentlich ganz, ganz schnieke. Ist auch wieder nur einseitig, die Mähne. Ja, der Schopf gefällt mir hier jetzt nicht so gut. Das ist wieder dieser komische auseinanderstehende Schopf da. Der Schweif gefällt mir allerdings von der Dicke her sehr gut. Der ist richtig schön voll. Unten die Strähnen sind aber ein bisschen dick. Ja, und das American Quarter Horse hat noch eine spezielle Mähne. Nämlich diese hier. Das sind Flechtzöpfchen. Kommen bei ihm jetzt nicht ganz so gut zur Geltung. Also bei dem Rappen kommen die besser zur Geltung, meiner Meinung nach. Ist halt auch wieder nur einseitig. Der Schopf ist wie der Schopf von der Standardmähne. Und der Schweif ist nur ein Ticken dunkler. Mehr ist da nichts. Also tatsächlich würde ich bei ihm bei der Standardmähne bleiben, weil ich die einfach am schönsten finde für ihn. Ja. Mein Fazit zu dem Süßen. Also ich habe bereits einen American Quarter Horse. Ich habe es bereits eins ausgelevelt. Mein Ice Dancer. Das ist der Blue Owen aus der App. Was ich beim American Quarter Horse nicht so mag, ist, dass ich finde es nicht mehr so schlimm. Viele beschweren sich ja beim American Quarter Horse, dass es ständig den Kopf unten hat. Finde ich persönlich gar nicht schlimm, stört mich gar nicht. Ich finde aber, dass die American Quarter Horse auf der einen Seite sehr langsam sind und auf der anderen Seite finde ich, dafür, dass sie für Western eigentlich gemacht sind und eigentlich sehr wendig sein sollen, finde ich sie überhaupt nicht wendig. Also die Rennen unten in der Starshine Ranch mache ich mit einem American Quarter Horse sehr ungern. Also ich weiß, dass die generell ein bisschen anders sind. Also du kannst die Rennen nicht mit den normalen Rennen vergleichen. Aber gerade die Rennen, die eigentlich so für die Western-Pferde gemacht sind quasi, mache ich sehr, sehr ungern mit einem American Quarter Horse. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich generell so ein bisschen Banane bin, was das Führen vom Pferd angeht, beziehungsweise ich meinen eigenen Reitstil habe. Keine Ahnung, liegt vielleicht daran, aber ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von dem Reitgefühl auf dem American Quarter Horse. Aber sonst habe ich da eigentlich nichts dran zu meckern. Das habe ich vergessen euch zu zeigen übrigens, das Rückwärtsgehen. Finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam. Aber sonst habe ich halt wirklich nichts dran zu meckern am American Quarter Horse. Ja, ich kann... Also die Animationen bringen mir jetzt persönlich nicht die speziellen Animationen, weil ich sie nicht benutze. Weil ich sie weder für Fotos benutzen kann, noch kann ich sie im Rennen verwenden. Deswegen benutze ich sie halt nicht wirklich. Deswegen ist mir das relativ egal. 950 Starcoins finde ich ehrlich gesagt für die American Quarter Horse ein bisschen heftig. Also... Sie sind gut angelegt, das ist klar, das ist gar keine Frage. Nur ich finde irgendwie, ja, ich bin ein bisschen knauseriger, was die 950 Starcoins für den American Quarter Horse angeht. Also ich gebe die 950 Starcoins eher dann lieber für einen Araber der Generation 3 aus, als für einen American Quarter Horse der Generation 3 aus. Weil ich finde, dass sich das beim... Araber mehr lohnt, weil man davon mehr hat, meiner Meinung nach. Liegt vielleicht auch daran, dass ich generell kein wirklicher Typ bin, also weder für die englische Variante noch für die Western-Variante. Ich bin auch noch nie Western geritten. Vielleicht liegt es auch daran. Mir persönlich ist das halt auch relativ egal. Mir geht es halt meistens ums Aussehen. Vom Aussehen her finde ich die American Quarter Horse top. Finde ich super. Der Weiße, der Schimmel, der sieht ein bisschen aus wie ein Esel manchmal, wenn man so falsch drauf guckt. Aber ansonsten finde ich die American Quarter Horse schick. Ich mag auch diese Farbe besonders gerne, deswegen habe ich sie mir auch geholt.
Ja, trotzdem, ich finde 950 Starcoins finde ich ein bisschen viel für die Pferde. Also so mit 900 kann ich mich noch eher anfreunden. 950 finde ich tatsächlich ein bisschen zu viel. Das war meine qualifizierte, unqualifizierte Meinung dazu. Aber ansonsten finde ich es eigentlich. Ich finde das American Quarter Horse ganz okay. Es ist schick, es ist okay. Das Einzige, was halt ist, ich finde die 950 Starcoins ein bisschen zu viel für das Pferd. Und es kommt mir halt ziemlich lahm vor im Gegensatz zu anderen Pferden. Aber ansonsten finde ich es eigentlich schick. Sind halt dann eher die gemütlichen Pferde. Das war's dann von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!